Das neue iPhone 7. Endlich ist es da. Und da wir uns schon eins besorgt haben, haben wir die Gelegenheit doch gleich für ein kurzes Unboxing genutzt. Und so sieht es aus. Gut geschützt ist der Karton mit dem iPhone noch einmal mit einer Plastikfolie umhüllt. Diese erst einmal entfernen und den Karton aufmachen. Machen wir die Verpackung auf, kommt uns auch gleich eine Karte entgegen, in der sich eine kurze Beschreibung und der Stecker zum Ein- und Auslegen der SIM-Karte befindet. Und da ist es auch schon, das brandneue iPhone 7 in der Farbe Gold. Auch das iPhone selbst ist nochmal mit einer Schutzfolie auf Vorder- und Rückseite bedeckt. Direkt unter dem iPhone befindet sich der Netzstecker mit USB-Buchse zum Laden und die Kopfhörer. Nehmen wir die Kopfhörer raus, befindet sich auf der Rückseite der Halterung auch das Adapterkabel mit dem Kopfhörer, die noch über einen üblichen Klinkenanschluss verfügen, in den Lightning-Anschluss des iPhones gesteckt werden können. Wenn man die Kopfhörer einpackt, sieht man, dass die mitgelieferten Kopfhörer gleich einen Stecker für den Lightning-Anschluss des iPhones besitzen. Unter den Kopfhörern befindet sich nur noch das Ladekabel mit USB- und Lightning-Stecker. Und das war's auch schon. Falls ihr auch ein iPhone habt, ihr euch aber nur eins mit kleinem Speicherplatz gekauft habt, haben wir hier für euch noch Tricks verlinkt, wie ihr trotzdem noch das Maximalste aus dem geringen Speicherplatz herausholt. Die Links findet ihr auch noch einmal in der Videobeschreibung.